Yo, Peace Leute und willkommen zum 15. Run von The Binding of Isaac Afterbirth. Wir werden heute nochmal Challenge Blue Bomber versuchen. Ja, wir starten einfach mal direkt. Keine große Erklärung. Kamikaze, Pyromaniac, Blue Baby, alles klar. Warum ist die Karte so? Keine Ahnung. Das ging schnell. Die Challenge ist eigentlich nicht schwer von der Challenge her, aber von dem, wie weit man muss. Wenn man hier nur bis zu Mom müsste, hätten wir es, glaube ich, sogar schon beim letzten. Wir sind beim letzten Mal in der Womp gestorben, ne? Ich glaube, ja. Das Schwere ist einfach nur, dass man zu Satan muss. Also die ganze Womp-Ebene durch und so. Und in den Challenge gibt es halt nicht so viel, was einem wirklich hilft. Kompass wäre sehr, sehr sinnvoll. Emperor-Karte und Blank Card zum Beispiel auch ganz cool. Leben, natürlich im Allgemeinen Leben, ist sehr, sehr wichtig in der Challenge. Fliegen wäre vielleicht sogar noch ganz sinnvoll. Fliegen zu können wäre sicherlich nicht schlecht. Larry Jr. Okay, erledigen wir erstmal den da oben. Der auch auf uns zurast und daher ein bisschen ekliger ist. Ach komm. Legen wir einfach gar keinen zuerst, sondern scheißen einfach drauf und machen einfach alle kaputt. Sehr schön. So, weg mit dir. Ein HP ab, da sage ich nicht nein. Schönes Seelenherz. Wie gesagt, uns bringen eh kaum irgendwelche Items was. Und vor allem die meisten davon wären im Itemraum. Sowas wie Fliegen oder die Bibel vielleicht wäre vielleicht sogar super sinnvoll. Ist ein Shop-Item. Ja, gibt's auch im Shop, ne? Die Bibel, oder? Gibt's die Bibel? Die Bibel gibt's, glaube ich, auch im Shop. Heißt, in die Shop schon, wenn wir Geld haben. Komm. Bam, geil. Macht mich geil. Also, die explodieren, das ist so der Style vom Blue Baby. Der mag es, wenn Sachen explodieren jetzt. Der steht ja total drauf. So, bam. Bam. So, hier die ganzen Kackhäufchen jetzt, wenn wir schon das Trinket haben. Ne, können ja auch blaue Herzen rauskommen. Zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es könnten theoretisch blau. Oh, kommen sie geschwind auf mich zu. Könnten auch blaue Herzen rauskommen. Oh, nochmal ein blauer Stein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön viel Leben. Und Monstro ist unser nächster Gegner. Machen wir erstmal eine Bombe hier. Und noch eine Bombe, komm. Oh Mann, jetzt ist er weggesprungen. Egal, noch getroffen. Dank Blast Damage und tschüssi. Range und Tears Up, Mr. Dolly. Oh, und zwei schwarze Herzchen, geil. Was haben wir hier? Nichts, was in irgendeiner Form Sinn macht. Wie das Shadow ergibt auch keinen Sinn. Oh, guck mal, wir haben so eine kleine Puppe an der Hand. Nee. Weil ich nicht weiß, ob Judas Shadow uns ohne das Ding spawnen lässt, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ja, cool, jetzt können wir uns die Münze nicht holen. Hätten wir früher den Stein springen müssen. Was denn? Okay, und bam. Bam. Oh. Bam. Bam. Und bam. Wunderbar. Okay, da oben kommen wir eh nicht hin. Und es ist eh nur ein rotes Herzchen. Irgendwann gehst du weg. Naja, oh. Ich habe schon L2 gedrückt gehabt, aber leider Gottes war es zu früh. The Hermit in den Shop. Ja, da könnten wir uns im Bosswatch theoretisch ein Item mitnehmen. Da sind ja Items aus dem Item-Pool, also aus dem Item-Raum-Pool. Das heißt, da könnten sinnvolle Sachen drin sein. Und dann könnten wir uns rausporten. Das wäre natürlich gar nicht mal so scheiße. Wenn irgendein geiles Item drin ist, dann könnten wir uns da echt überlegen, das zu machen. Ah, was? Achso, er hat mich getroffen. Shit. Ich dachte, wir wären gerade durch die Explosion, hätten wir gerade Schaden bekommen, habe ich gerade kurz gedacht, aber das kann ja nicht funktionieren, meine Freunde, das geht ja gar nicht. Ja, die Kiste da unten können wir uns mal holen, für ein bisschen Geld, genau. Wie schon gesagt, die Bibel wäre echt sinnvoll, wir müssen eh nicht zurück, also müssen wir auch die Feuer nicht ausmachen. So, Chubby Chub Chub, okay. Du frisst unten meine Bomben, wenn du sie mal fressen würdest. Fress. Fress. Und fress. Maul halten. Bam. Sehr schön. Wunderbar. Speed-Up ist sicherlich nicht schlecht. Eine Pille mit Tears Down. Ja, ist nicht wirklich dramatisch. Und wir kommen in die Flooded Caves 2. Wir gehen erstmal oben lang. Oh. So. Der Delay zwischen den Explosionen ist halt teilweise ein bisschen nervig, dass man eben nicht die ganze Zeit spammen kann. Aber es ist ja klar, sonst wäre es ja OP. Da ist das Problem. Guppy werden wir halt sinnvoll wegen fliegen können. Na, das Leben hätte natürlich auch drin sein können. Oh, was für ein ekliger Boss. Nee. Okay, ja, ich nehme das Ding jetzt mal mit. Nee, das war mir gerade echt zu eklig. Der Boss. So eine Special-Form, die ich noch nie gesehen hatte. Und what the fuck, was hat die denn getan? Lemon Party, okay. Oh, hier, und hier ist gleich der Boss, geil. So, Moment, hier von oben. Oh. Ach so. Ja, klar, Bob's Brain, cool. Nehme ich gerne. Ja, schick. Bob's Brain ist geil.
Oh, jetzt hat unsere Bombe allerdings weggesprengt. Aua. Aua, ich bin gegen ihn gelaufen. Warum? Warum tue ich dies? Aua. Hä, er war doch schon tot. Angel hier. Vielleicht was zum Fliegen? Oh, du bringst mir mal absolut gar nichts. Also ich gar nichts. Aber okay, gehen wir mal weiter. Das können wir mit dem Boss natürlich nicht machen, aber der Boss da war mir eindeutig zu eklig. Dank Depth 1. So, hat geklappt. Bob's Brain ist echt ziemlich geil, muss ich sagen. So, benutze ich aber jetzt hier zum Beispiel bei solchen Gegnern nicht, weil solche Gegner einfach sind. Weil einfach ist. Aber so bei so Gegnern, die ein bisschen... Die kann ich gar nicht erreichen. Das ist... Ja, okay. So geht's auch. Brauche ich Bob's Brain gar nicht. Schieß doch, Bob's Brain. Was tust du denn, Bob's Brain? Los. Auf geht's, auf sie mit Gebrüll. Okay, mach ich's halt selber, Bob's Brain. Ist ja überhaupt keine Hilfe. Ich brauche keine Schlüssel. Okay, in Sacrifice Room. Der hat uns im letzten Part geholfen. Aber hier wird er uns nichts bringen. Bam. Und weg. Die brauchen, glaube ich, sogar... Also die schwarzen Kackhäufchen waren sogar eine der wenigen Gegner, die zwei Explosionen von Kamikaze benötigen. Heißt zwar gar nicht so blöd, dass wir da Bob's Brain eingesetzt haben. So. Aber Bob's Brain müsste man halt zielen können, aber kann ich nicht. So. So, was haben wir hier? Wheel of Fortune. Okay, können wir in die Luft sprengen. Wheel of Fortune. So, wunderbar, wunderbar. So, hier unten lang. Aua, das war böse. Oh, du hast auch zwei gebraucht. Okay, Special Form halt. Boom. Perfect hit, Bob's Brain. So, gehen wir unten lang? Ja, wir gehen unten lang. Hoffe einfach mal, dass das der richtige Weg ist. Bob's Brain. Bam, wunderbar. Emperor, da hätten wir dann schon wieder was zum Rausporten. Warum kriegen wir so viele Karten? Keine Ahnung. Aua, das war böse. Ist jetzt mit dir ins Gesicht gespawnt. So, oh, mehr Pillen. Wir hatten eine Health-Up-Pille, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich habe vergessen, was für Pillen wir hatten. Aber wir hatten auf jeden Fall ein paar. Wir nehmen ja das mit. Oh, Loki. Auch in so einem engen Raum. Ah, oh, was heißt auch, aber... So enge Räume sind bei Bossen gar nicht schön. HP ab. Devil Deal. Mom's Knife. Frage... Nee, ich glaube, habe ich Mom's Knife dann vor mir, aber kann nicht schießen? Wir riskieren es. Nee, fuck. Okay. Ich wollte es einfach mal wissen. Ich hätte gedacht, ich hätte tatsächlich erwartet, dass es vor uns ist, aber wir nicht damit schießen können. Necropolis 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich hier bitte aus dem Raum raus. Gott, es war schwer hier rauszukommen. Oh Mann, oh Mann. Ja. Ist okay, ich habe verstanden, dass ihr böse seid. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich kaum noch Leben. Das ist scheiße. Aber ich habe echt gedacht, dass das funktioniert, dass wir dann Mom's Knife vor uns haben. Oh Gott, ein Schlüssel. Okay. Leider finden wir in dem Run irgendwie keinerlei Münzen. Das ist sehr, sehr schade, weil ich echt gern Münzen hätte. Der Raum ist auch nervig. So, bam, oh, bam, bam, perfekt. Eine Pille mit Lockdown, aha. Pride. Ja, das juckt mich eigentlich so ziemlich gar nicht, Pride. Okay, doch, es juckt mich, weil du den Gegner da oben gespawnt hast. Ja, mach mit ruhig weiter, Pride. Pride ist okay, Pride ganz ruhig. The Devil. Und Telepill, nein, hey. Ich will gar nicht woanders hin. Lass mich sofort wieder raus. Danke. Wir sind langsam. Hier ist der Shop. Bringt uns aber nichts da reinzuschauen. Und Pheromone. Nee, tschüss, Alter. Ich gehe so rum. So, ich möchte mir gerne meine Karte wiederholen. Meine Emperor-Karte. Um mich aus dem Boss versporten zu können. Ich hoffe, dass da einfach irgendwas drin ist, was bringt. Irgendein Bomben-Item. Irgendwas fliegen. Oh, hier war ich doch schon mal drin. Verdammt. Ja, so schnell vergisst man, dass man schon mal wo drin war und eigentlich gar nicht da rein will. Moment, ich kann die aufmachen. Da droppt manchmal
manchmal sogar Seelenherzen raus, tatsächlich. Ein bisschen Geld. Oder eine Münze oder so. Also da sind schon öfters mal Seelenherzen rausgedroppt. Okay, Mutters Hände. Die Wurstfinger kommen runter. Wow! Ja, das ist so eine Special-Form oder so. Woher kenne ich die? So. Perfekt, da muss ich mich kurz konzentrieren. Der Raum war ein bisschen eklig, weil er so klein war. Ist hier irgendwas Nettes drin? Aber egal, wir machen es jetzt mal nicht. Oh, geilo. Zwei schwarze Herzen sind sehr gut, weil der Marmkampf ist, wobei Marms Fuß uns nicht verletzen kann, was natürlich sehr, sehr schön ist. Aber Bob's Brain ein bisschen mehr benutzen. Benutzt gerade gar nicht mehr. Komm, bam. Bob's Brain benutze ich gerade irgendwie gar nicht mehr. Schnell! Oh nein! Oh, ich glaube, ich hab's geschafft. Nochmal The Devil. Nee, nee, nee. Ich bleib bei Emperor. Die Chance, dass im Bossrush irgendwas Cooles drin ist. Oh, was für ein. Dieser Raum ist ja mal ein Segen. Geile Sache. Sehr, sehr schön. Solche Räume bitte öfters. Mutter. Wie ihr seht, bam, kann es nicht treffen. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, weil. Er schiebt uns weg, der Fuß. Und das ist nicht so geil. Ich hätte die rote machen, wäre so viel schöner. Oh, was war das? Da glaube ich, bin ich oben irgendwie reingeflogen, so ein bisschen. Oh, Bob's Brain ist wieder back. Bam! Sehr schön. Komm runter, Fuß. Yeah, bam. Und Orbital wäre auch nicht schlecht im Boss Rush. So, wir nehmen natürlich den Polaroid-Effekt mit. Erstmal schauen wir in den Devil Deal mit. Ich wusste es, ich habe mir schon fast gedacht, da ist jetzt bestimmt Pampus drin. Und natürlich ist da auch Krampus drin. Nein, friss die Bombe. Oh, friss die Bombe. Friss gleich noch eine Bombe. Nein, friss sie. Bam, gut. Kohle, ja, bringt uns nichts, aber... Okay, was haben wir hier? Temperance, nö. Nö, nö, ab in den Boss Rush schauen. Und die Zeituhr. That's key. Die Maske? Die Maske nehme ich. Die Maske ist nicht mal so unsinnvoll. Würde ich jetzt mal sagen. Ab und zu mal so eine Kugel, die uns nicht trifft, ist schon schön. Wir kommen in die Wurmebene. Wir haben Leben, steht in Ordnung. Aber wir müssen halt auch noch recht weit. Wir müssen halt auch noch recht weit. Aua. Ihr seid auch, ihr seid Scheißgegner. Für die Challenge seid ihr ziemliche Scheißgegner. Bob's Brain. Oh Gott. Bob's Brain ist unzuverlässig gerade. Mann. Ich glaube, Bob's Brain wird ein bisschen genervt, dass er nicht mehr sofort, wenn man in den Raum kommt, schießen kann. Glaube ich zumindest, weil irgendwie, wenn ich in den Raum komme, fliegt er nicht. Oh nein. Nee, 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 nee. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Oben. Da habe ich mal gar keinen Nerv auf den Raum. So, hat geklappt. Faith, nö. Ich bleib bei meinen Pillen, auch wenn bis jetzt die Pillen wirklich noch nichts Gutes waren. Scheiße, wir müssen nochmal durch den Raum. Egal, einfach rechts durchsprengen. Ja, wir können uns theoretisch, weil in der Wombine könnten wir uns überall durchsprengen. Und in solchen Räumen mache ich das dann auch. Oder in, oh nein, schon wieder so ein Kackraum mit diesen Kackgegnern, die ich überhaupt nicht leiden kann. Oh, da bin ich aber schön durchmanövriert, muss man sagen. Oh Gott. Okay, den Raum machen wir natürlich, wenn er so einfach ist. Für eine Münze. So. Unten lang und durch. Ich hoffe einfach, dass jetzt hier... dass es jetzt hier lang geht. Zum... ekliger Raum. Okay, kann man sich nicht durchspringen. Shit. Ah, okay, die ganzen Kackhäufchen werden zu normalen, sobald man den Raum geklärt hat. Bam. 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 Sehr schön, wir haben angenehm Leben, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall haben wir das. Gott. Gott. Nein. Tja. Sehr schön, noch eine Bombe. Boah, in so einem Raum, gerade vorm Boss, ey. Gerade vorm Boss. Okay, aber den haben wir schön schnell erledigt. Du da hinten bist ziemlich eklig. Ich muss mich mit Bob's Brain machen. Oder mit Brother Dingenskirchens, aber... So, ein paar Jährchen. So, schieß, Bob's Brain, schieß! Danke. Oh, nein! Aber wenn du hier hinkommst... nein. Würmchen, komm her! Komm, komm her! Bob's Brain, walte deines Amtes. Sehr schön. So, der Tod. Alles... stirb. Oh Gott. Ja, da müssen wir vor seinen Sensen, müssen wir dann aufpassen. Ich habe irgendwann mal Bomben hier.
Aua, shit, egal. Bombe legen. Nochmal eine Bombe legen. So, perfekt. Sehr schön, ein Orbital. Genau, Death droppt ja ein Orbital. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Leben. Haben noch ein bisschen was verloren beim Bosskampf jetzt. Scarred Womp 2. Ich mag euch nicht. Geht endlich weg. Ich hab das Gefühl, die Gegner tauchen recht oft auf. Und nee, danke, ich hab keinen Bock auf euch. Oh, verdammt. Jetzt springe ich mich gerade ziemlich viel durch. Aber ist ja nicht so schlimm. So, hier zum Beispiel den mache ich. Glotzen, dich mache ich auch. Also, du könntest ja ein Seelenherz. Ein HP-Up droppen. Und mir damit nochmal ein Seelenherz geben. Sehr schön. Okay, also hier rechts muss es lang gehen. Schön, dass ihr euch an den roten Packer den Schaden macht. Finde ich gut. Ist gut, ist gut. So. Okay, Knöpfe. Oh. Ah, Herrgott! So, weg mit euch. Verdammt. Ich hasse diese Räume mit den Knöpfen. Die sind so sinnlos. Und meistens kommt. Die Knöpfe sind halt echt nervig. Weg da. So, okay. Münze, gehen wir mal oben lang. Leider Gottes nicht der richtige Weg. Und tschüss. Okay, Spiel. Ich glaube, den Raum solltest du nochmal überarbeiten. Aber das fühlt mich jetzt nicht zum Nachteil, ne? Also, ich sag da jetzt nichts dazu. Arcade Room, das ist da drin. Was zum Sprengen. Hui, hui, hui. Oh, sehr schön, Seelenherz. Jetzt hätten wir Geld für einen Shop. So, perfekt. Okay, dann rechts weiter. Oh Gott, tschüss. Muss ja eh hier unten weitergehen. Okay, den Raum mache ich. Der ist simpel. Ja, Münzen brauche ich jetzt nicht. Boah, dann auch noch so ein Raum von los, ne? Geilo. Bob's Brain, rette mich oder so. Keine Ahnung, mach irgendwas, tu irgendwas, Hilfe. Okay, ich hab den Geheimraum gesprengt. Cool. Wie das Zunge, ja, bringt uns echt viel. It lives. Das könnte hart werden. It lives. Aber, egal, als Polaroid-Effekt. Okay. Bombe hin. Wir kämpfen jetzt nur mit Bomben und Bob's Brain. Weil für Ding muss ich zu nah hin. Jetzt haben wir ja natürlich keine Bomben mehr. Das heißt, jetzt müssen wir mit Kamikaze kämpfen. Oder mit Bob's Brain. Ja! Wir haben es geschafft. Oh, da wäre dieser neue Boss. Nein, danke. Nein. Wie geht's zu Satan? Oh Gott, schlecht sieht es nicht aus. Wir haben jetzt noch 6 Herzen. Davon 2 schwarze. Was ist nicht? In Sheol kann man sich noch durchsprengen, ne? Soweit ich weiß. Heißt, wenn irgendein Raum wirklich zu eklig ist, okay, braucht auch 2. Oh, boah, genau, davor wollte ich aufpassen. Dass er sich nicht auf einmal losreißt. Alter, ich habe mich gerade so hart erschrocken. Ja, man kann sich in Sheol zum Glück noch durchsprengen. Zum Beispiel hier werde ich das tun. Nee, tschüss. Und hier auch. Perfekt, der Boss. Okay, den müssen wir jetzt machen. Egal. Nicht so schlimm. Bob's Brain, könntest du bitte jetzt mal treffen, Bob's Brain? Danke. Shit, egal. Polaroid-Effekt. Jetzt rein hier mit allem, was geht. Okay, jetzt klappt es. So. Vorsichtig, habe ich gesagt. Verdammt. Full Health, ja, cool. Okay, Satan, 4 Herzen. Let's move. Ja, das schaffe ich immer noch. Bam, perfekt. Einer davon müsste jetzt gleich down sein. Oh, die Maske hat uns geschützt. Sehr schön. Weg mit dir. Okay, die ekligste Form kommt jetzt. Hat die Maske wieder geschützt? Ja, macht den Brimstone, das ist gut. Wir haben keine Bomben mehr, das ist super scheiße. Aber wir haben den Ball of Bandage, der uns hier gerade super hilft. Perfekt, der Ball of Bandage hat uns übelst geholfen. Jetzt kommen noch die letzte Form von Satan, die Füße. Oh, die kleinen, die könnten mich aufregen. Weil die Explosionen mehr nichts machen. Aber... Oh Gott. Es geht an den Kragen. Rein. Ja, wir haben's. Puh, sehr gut, wir haben es geschafft, wunderbar. Gold Bomb has appeared in the basement. Alrighty, Boys. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr dann lasst einen Daumen oben da. Schaut doch in die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem nächsten Run wieder. Peace up und haut da rein.